Es ist Donnerstag, der 4. Juni 2015. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute geht es um die Bilderberg-Konferenz und ich darf ganz herzlich Freeman von Alle Schall und Rauch begrüßen. Hallo Freeman. Hallo und ich begrüße alle Zuhörer und ich freue mich auf die Sendung und beantworte gern alle Fragen und gebe meine Informationen weiter. Ja, dieses Jahr findet die Bilderberg-Konferenz ja wieder mit hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Letztes Jahr in Kopenhagen haben sie sich wesentlich offener gegeben. Man konnte direkt zu ihnen rüberschauen beim Marriott Hotel in Kopenhagen. Und du hast ziemlich früh schon darüber berichtet, wo es stattfindet. Wie hast du das herausbekommen? Also ich beobachte ja schon mit ein paar Insidern die Bilderberger schon seit über 10 Jahren und wir erkennen ihre Muster, die sie also wie sie ihre Tagungen machen, wo sie sie machen und so. Und was wir gemerkt haben, ist, wer in Kopenhagen teilgenommen hat. Und da war ein sogenannter jemand, der also Veranstaltungen organisiert aus Österreich dabei. Und das hat uns natürlich dann hellhörig gemacht und dann haben wir überlegt, ups, vielleicht findet das dann in Österreich statt, wenn da so einer aus Wien dabei ist, der Veranstaltungen organisiert. Und dann sind wir halt weiter und haben, da wir ja wissen, dass sie immer 5-Sterne-Hotels benötigen von der Luxus her und auch von den Tagungsräumlichkeiten her. Und wir auch wissen, in welchem Monat sie das immer abhalten, also Mai und Juni. Und auch die Tage, die sie immer belegen, also Donnerstag bis Sonntag, konnten wir das relativ schnell einkreisen und dadurch die Hotels abklappern und sind so auf das Interalpenhotel in Tirol gekommen, weil das war die, das haben wir so, sozusagen als erstes abgesucht, weil sie ja schon mal dort waren. Das ist von den Bildern her ein sehr schön gelegenes Hotel und das liegt doch, glaube ich, ziemlich weit oben auf dem Berg. Man kann es abschirmen wie eine Festung. Genau, also ich würde mal. Ich bin da. Sabotage, wir sind abgestürzt. Hallo? Ja, Sabotage. Hm? Könnte sein, mal schauen. Okay, ich glaube, wir sind wieder zu hören. Alles klar, ja, wir waren da gerade stehen geblieben, dass das Interalpenhotel halt oben auf dem Berg genau. Liegt. Genau, und es ist umgeben von sehr viel Wald, das Privatgrundstück. Und der Polizeiaufwand zur Sicherheit, der ist unglaublich. Und es ist auch das erste Mal, dass die eine ganze Straße über viele Kilometer sperren, also die vom Tal hoch, von Telfs praktisch hoch zum Hotel, die Straße wird gesperrt und es können nur Fußgänger hochlaufen. Und das ist eine ziemlich steile Straße, ich glaube so 6 Kilometer hoch. Und das bedeutet, dass man dadurch alleine schon viele Leute daran hindert, überhaupt da aufzutauchen, oder? Die sich die Mühe machen, dahin zu gehen. Jetzt ist es ja so, vor der Einfahrt hat es einen Parkplatz und der wird dann benutzt möglicherweise als Standort, wo wir die Ankunft der Bilderberger beobachten können und wo auch die Kritiker der Bilderberger ihre Meinung äußern können. Nur, das Ganze ist zu Fuß erreichbar. Die Bilderberg-Konferenz findet doch jetzt nächste Woche Donnerstag bis Sonntag statt. Also diese Woche ist die G7-Konferenz und die Bilderberg-Konferenz ist nächste Woche Donnerstag bis Sonntag, also vom 11. bis zum 14.06. Und es ist die G7-Konferenz erstaunlich nah.
im bayerischen Elmau, so als ob man vorhätte, dass G7-Teilnehmer es leicht haben sollen, auch zur Bilderberg-Konferenz zu kommen. Ja, also kann kein Zufall sein, dass es örtlich und zeitlich in unmittelbarer Nähe ist, dass der G7 und Bilderberg so nahe beieinander sind und praktisch unmittelbar hintereinander stattfinden. Also das hat sicher eine Bedeutung. Ja, aber das kann kein Zufall sein, nicht? Weil wir wissen ja, dass die Bilderberg-Konferenz, die wird mindestens 18 Monate vorher geplant, ja. Und der G7 wird auch viel, sehr lange im Voraus geplant. Also die beiden Veranstaltungen sind nicht zufällig so nah beieinander. Ich habe gelesen, dass bei G7 die meisten Leute, die da protestieren, sich eher in München treffen, als dass sie Richtung Elmau reisen. Und dafür ist das schon erstaunlich, dieses große Aufgebot bei Elmau, obwohl da auch da nicht Ja. so viele Leute hinkommen sollen. Ja, ich meine, wenn natürlich in Elmau und beziehungsweise Garmisch-Partenkirchen im Umkreis von, ich weiß nicht, 20 Kilometer alles abgesperrt wird, dann macht es ja gar keinen Sinn, dort zu demonstrieren, oder? Deswegen haben sich viele Leute, wie heute zum Beispiel, 35.000 Menschen in München versammelt, um dagegen zu protestieren, ja, und nicht in unmittelbarer Nähe dort, ja. Und so ähnlich ist es bei Bilderberg jetzt geworden. Also am Konferenzort oder in der Nähe kann man gar nicht demonstrieren richtig, sondern das Ganze muss man in Innsbruck oder in Telfs machen, unten im Tal, ja. Und das wird natürlich mit Absicht gemacht. Bei den Bilderberg-Konferenzen hat es ja oft auch eine Bedeutung, in welchem Land sie stattfinden. Das heißt, Richtig. dass dieses Land bei Planung von Bilderberg auch eine gewisse Rolle spielt. Ich erinnere mich da an die Schweiz. Da war der Chef der Schweizerischen Nationalbank da und nicht allzu viel später hat die Schweiz dann für einige Jahre den Schweizer Franken an den Euro gekoppelt. Ja, das kann man also auch, wenn man die über mehrere Jahre beobachtet, immer wieder feststellen, nicht? Also zum Beispiel 2009 trafen sich die Bilderberger in Griechenland in der Nähe von Athen. Und wir sehen ja, was danach mit Griechenland passiert ist. Ein Jahr später trafen sie sich in Spanien, in Sitges. Und wir haben gesehen, was mit Spanien passiert ist. Ja. Danach trafen sie sich in der Schweiz und danach lief voll der Angriff auf die ganzen Schweizer Besonderheiten, nicht? Also mittlerweile ist hier das Bankgeheimnis aufgegeben worden auf Druck von speziell Amerika und so weiter. Und die ganzen Politiker sind eingeknickt auf diese ganzen Erpressungen, die stattfinden. Von Seiten der EU und von Seiten der Vereinigten Staaten. Und das Gleiche, in 2012 haben sie sich in Amerika getroffen und da war natürlich wegen der Wahl dort, ja. Und da wurde die Hillary Clinton und auch der Obama waren dort bei Bilderberg und es wurde also dann Obama als Präsident sozusagen ausgewählt. Und dann 13 war es in England. Nee. Doch, 14 war, nee, ja, 13 13, in Watford, 14 13 war war es es in in Prag. England und letztes Jahr in Kopenhagen, ja, in Dänemark. Dieses Jahr ist es in Österreich und ich meine, wenn wir uns anschauen, was alles in Österreich passiert, dann ist natürlich Österreich ein totaler Musterknabe der NWO. Ja, weil wenn man sich die ganzen Gesetze anguckt, die da in Wien verabschiedet werden, die voll gegen die Meinungsfreiheit und auch gegen die Privatsphäre gehen. Außerdem gibt es ja möglicherweise eine vorgezogene Nationalratswahl im Oktober. Und ich Warum? bin ja gespannt, ja, wegen der, wie soll ich sagen, wegen der Krise dort, ja, Steuerreform.
Die Steuerreform könnte eine Regierungskrise hervorrufen, die zu vorgezogenen Nationalratswahlen führt. Und dann ist es natürlich so, dass der ÖBB, also der Chef von der Österreichischen Bundesbahn, der ja SPÖ-Vorsitzender ist, dass der jetzt teilnehmen wird bei Bilderberg. Bundesbahn oder Bundesbank? Bundesbahn, ÖBB. Ah. Mhm. Und so weiter, ja. Also das heißt also, der aktuelle Bundeskanzler Werner Faymann war ja oft dort und deswegen wurde er ja auch von der FPÖ, von den Freiheitlichen, im Januar bei einer parlamentarischen Anfrage gefragt, was er denn überhaupt dort gemacht hat. Ja, der war ja mehrmals dort, wird aber angeblich nicht mehr bei Bilderberg dieses Jahr teilnehmen, aber möglicherweise seine Nachfolger. Das wird sehr interessant werden, wer von Österreich dort teilnehmen wird. Etwas später im Juni wird ja auch in der EU, ich glaube 2 Wochen später, das EU-Austrittsvolksbegehren sein, was unter anderem von der Initiative Heimat und Umwelt und einigen weiteren eher EU-kritischen Verbänden initiiert worden ist. Mhm. Ja gut, es gibt ja diese Tendenz der, wie soll ich sagen, so wie in Schottland und in anderen Ländern, dass man aus der EU raus will, ja. Und der Cameron hat ja versprochen, dass es auch in England eine Volksabstimmung geben wird über den Verbleib in der EU. Nicht? Also das sind natürlich Probleme, die Bilderberger jetzt besprechen müssen, weil ihr Projekt, das sie ja damals 1954 in die Wege geleitet haben, die EU, dass die auseinanderfallen ist. Ja? Und da müssen sie natürlich diskutieren, wie sie das Ding noch zusammenhalten können. Ich habe den Eindruck, dass die EU so von allen internationalen Organisationen die ist, wo Bilderberg den meisten Einfluss hat, wenn man alleine schon schaut, wie oft die führende EU-Kommissare einladen. Ja, natürlich. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel damals, wo der Van Rompuy als EU-Präsident gewählt wurde oder bestimmt wurde, musste er ja bei Henry Kissinger zuerst vortraben, der dann seinen Segen gegeben hat. Ja, also es ist ganz klar, dass die Geschichte zeigt, dass die Bilderberger also Königsmacher sind. Dass sie also bestimmen, wer in den wichtigsten Ländern der Staatsoberhaupt ist. Und auch in der EU. Zum Beispiel, wenn ich weiter zurückgehe, ich sehe da auch eine Linie von wegen Ausrichtung an Konzerninteressen. Der erste Chef der EU-Kommission ist Walter Hallstein gewesen, ein Anwalt der IG Farben. Und Prinz Bernhard von den Niederlanden, der langjährige erste Chef von den Bilderbergern, ist auch bei der IG Farben gewesen. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass die Bilderberger die Linie der IG Farben in 1:1 fortgeführt hätten, aber schon das Interesse, praktisch alles auf Konzernlinie zu bringen. Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, ob die Zuhörer heute gehört haben, was Jean Ziegler gesagt hat bei seiner Abschlussrede heute auf dem Stachus. Er hat heute gesagt, die Leute, die jetzt zum G7 gehen, also die Staatsführer, ja, die hätten überhaupt nichts zu sagen, sondern die Welt wird von den Konzernen gesteuert. Das hat er gesagt. Und genau das ist ja Bilderberg. Deswegen sage ich ja, G7 ist völlig unwichtig. Da muss man gar nicht hingehen. Da muss auch nicht dagegen demonstrieren. Wichtig ist ja, was bei Bilderberg passiert, weil dort kommen die ganzen Konzernchefs zusammen und das sind die wirklichen Regenten der Welt. Weil die schweben ja über die Politik und sagen den Politikern, was sie zu tun haben. Und der Jean Ziegler, der ja wirklich, sagen wir, kompetent in dieser Sache ist, der hat das heute bei seiner Rede gesagt.
John Ziegler ist auch einer der mutigsten Leute von denen, die jemals Sonderberichterstatter bei der UNO gewesen sind. Und dann hat er auch noch eine Schlüsselposition inne gehabt, mehrere Jahre, dass er Sonderberichterstatter fürs Recht auf Nahrung war. Ja. Ich denke, das hat ihn auch weiter geformt, dass er die Dinge auf den Punkt bringt. Und dass er nicht die Marionetten angeht, sondern das dahinter schaut. Ja, ich meine, wir wissen ja, dass mittlerweile die Großkonzerne, die ja global agieren und die ja Landesgrenzen überhaupt nicht mehr interessieren, ja, dass die ja die Gesetze machen zu ihrem Vorteil. Nicht? Und das habe ich ja schon in 2011 bei meinem Vortrag anlässlich Bilderberg St. Moritz erklärt, dass es ja um eine Welt-AG geht, also um eine Konzerndiktatur. Und die wird angestrebt und ist ja schon ziemlich umgesetzt worden. Ja. Ja. Und ich meine, wir sehen doch, viele Konzerne haben ja einen größeren mehr Kapital und Umsatz als viele Länder. Ja? Wenn man Exxon Mobil nimmt oder General Motors oder wie sie alle heißen, das ist ja verrückt, wie viel Macht die haben. Ja? Ja. Und die wird natürlich ausgeführt und dann wird das den ganzen Politikern diktiert, was die zu tun haben. Denn es ist ja auch so, die EU ist ja nicht zum Wohle der Bürger gedacht, sondern nur zum Wohle der Konzerne. Ja, ich meine, deswegen wurde sie ja auch am Anfang als sogenannte Wirtschaftsgemeinschaft und so weiter gegründet. Es geht ja nur um Markterweiterung, um einheitlichen Markt und davon profitieren ja nur die Großkonzerne. Hm. Deswegen das auch diese ständige Expansion der EU. Und dieses Reinnehmen von immer mehr Ländern, ja, weil das geht darum, im Interesse der Konzerne Wachstum zu haben. Und Wachstum kriegt man ja nur, indem man den Markt vergrößert. Ja. Dass die einen deutlichen Einfluss auch bei der Rechtsetzung haben, das sieht man ja auch zum Beispiel daran, dass ein ehemaliger Bilderberg-Chef von, der Vorgänger des jetzigen Bilderberg-Chefs, Etienne Davignon, wird zitiert in einer Aussage, ich glaube aus dem Jahr 2009, dass Bilderberg auch einen entscheidenden Einfluss darauf gehabt hat, dass der Euro eingeführt worden ist. Natürlich, genau, weil das ist ja auch im Interesse der Konzerne. Ich meine, wenn ich natürlich einen Wirtschaftsraum habe, dann will ich auch einen Währungsraum haben. Bei der Bilderberg-Konferenz 1989, da hatten sie die Fragen, ob man der EU Souveränität gibt. Ich denke, Souveränität in Anführungsstrichen, nicht ganz wie beim Staat, aber ähnlich viel Macht. Und ob man das über die Währungs- oder die Wirtschaftspolitik tun sollte. Und dann haben wir die Währungsunion bekommen und haben dann immer mehr Instrumente im Namen der Währung Euro bekommen, was gar nicht mit Währungspolitik im engeren Sinne zu tun hat. Und wir haben jetzt in den Jahren 2011 bis 2013 auch noch eine EU-Wirtschaftsregierung bekommen, was im Wesentlichen die EU-Kommission ist. Ja. Und das sieht so aus, wenn ich nach diesen Stichworten gehe, dass das schon 89, wenn auch vielleicht nur in groben Zügen, so angedacht gewesen ist. Ja, ich meine, die ganze Ausrichtung der EU ist nur immer, was ist zum Vorteil der Wirtschaft und speziell der globalen Konzerne. Das sieht man auch an der sogenannten Personenfreizügigkeit, nicht? Und all diesen Sachen. Es wird ja immer auch vom Europäischen Gerichtshof, alle Urteile werden ja immer danach gemessen, ob sie zum Vorteil der Wirtschaft sind. Ja. Das heißt also praktisch frei. Ja, und deswegen sind ja auch die ganzen Konzernchefs bei Bilderberg dabei. Sind ja alle Top-Konzernchefs dabei. Ja. Ob das jetzt von Banken sind, ob das Deutsche Bank ist oder Goldman Sachs oder HSBC oder wie immer sie heißen oder von den Großkonzernen, oder?
EADS und so weiter, die sind ja alle dabei und auch die großen Versicherungen sind dabei. Also all diese Großkonzerne sind dabei, weil sie die Politik bestimmen. Das erinnert mich natürlich sehr an Kartelle. Wenn jetzt so viele sich zusammentun wollten und würden in irgendeinem Bereich Preisabsprachen machen, da wäre sofort der Staat da, alle Leute wären wach und würden sagen, nein, das geht nicht, das läuft ja auf Mengenverknappung, auf Wucherpreise etc. hinaus. Aber macht man ein politisches Kartell, ob es jetzt so eine Konferenz ist, eine jährliche wie Bilderberg oder Thinktanks, praktisch das Gleiche, dann sind auch nicht alle Leute wach, dass sie merken, das läuft ja aufs Gleiche raus. Natürlich, weil ich weiß nicht, ob du meinen vorletzten Artikel gelesen hast, wo ich das Netzwerk der Bilderberger aufgezeigt habe, grafisch, ja. Es ist ja so, die meisten Leute gucken sich immer nur die 120 Teilnehmer an, ja, und verstehen nicht, dass das nicht die Bilderberger an sich sind, sondern das sind Tausende, die da in diesem Netzwerk sind, denn es gehören alle ehemaligen auch dazu. Denn wenn einmal ein Bilderberger ist, man immer ein Bilderberger. Und das heißt, die Beschlüsse und Sachen, die dort besprochen werden, die gehen dann an alle in diesem Netzwerk, an die vielen Tausenden, die da sind. Und die sind ja auch überall gegenseitig in den Vorständen drinnen, ja, in der Konzerne. Und so wird diese ganze Politik umgesetzt, die da beschlossen wird. Auf der Bilderberg-Webseite bilderbergmeetings.org behaupten sie ja, dass Bilderberger, also so wie sie sich definieren, nur die Leute in dem Leitungsgremium sind. Und das sind ja nicht so viele. Ja, es gibt natürlich den inneren Kern. Das sind also die sogenannten, das ist das Steering Committee, ja. Das sind die, die wirklich bestimmen, was gemacht wird. Und dann gibt es die Leute drumherum, die mehr oder weniger, wie soll ich sagen, als Erfolgsgehilfen dann tätig sind. Oder es gibt ja auch Politiker, die teilnehmen, weil sie ausgesucht werden für zukünftige Ämter, nicht? Und es ist sicher so, dass die im äußeren Kreis sind, nicht unbedingt wissen, was der innere Kreis wirklich an Absicht hat. Aber das ist ja bei jeder Organisation so. Ich meine, auch in einem Konzern weiß ja der Vorstand viel mehr als das Management, ja. Das heißt, die Vorstände stellen die Weichen und die Strategie und das Management hat die Aufgabe, diese umzusetzen. Und so ähnlich läuft es bei den Bilderbergern. Da gibt es den inneren Kreis, der genau weiß, wo die Reise hingeht und die anderen machen dann die Umsetzung. Ja. Also meine Einschätzung ist, dass eines der Top-Themen dieses Jahr auch sein wird, dass man in Richtung Bargeldabschaffung gehen will. Ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich nervös sind, weil immer mehr Leuten bewusst wird, wie das Geld entsteht, einfach durch die Buchung, Forderungen an Verbindlichkeit bei der Kreditvergabe durch die Banken, bei dem heutigen Geldsystem. Und wenn sie das Bargeld abschaffen, dann ist das ja nur noch ein leeres Versprechen. Also Kreditvergabe heißt ja Versprechen auf Bargeld, wenn man es denn als Bargeld ausgezahlt haben möchte. Ich könnte mir absolut vorstellen. Also diese Propaganda, die seit Wochen und Monaten jetzt gegen das Bargeld läuft und die Befürworter, die man überall hört für die Abschaffung des Bargelds, gehört natürlich zu diesem ganzen Bilderberg-Programm. Denn es ist ja so, nur so kann man eigentlich die Finanzpolitik und die Geldpolitik durchsetzen, denn wenn es kein Bargeld mehr gibt, zum Beispiel, dann gibt es auch keinen Sturm auf die Banken mehr, weil man kann ja nichts mehr abholen. Das heißt, die verhindern ja damit einen Sturm auf die Banken. Außerdem gibt es dann ist die hundertprozentige Möglichkeit gewährleistet, die ganze Finanzpolitik umzusetzen, ohne dass jemand über Bargeld ausweichen kann. Deswegen hat man ja zum Beispiel in der Schweiz, wo es ja mittlerweile Minuszinsen gibt, den ganzen Pensionskassen verboten, dass sie ihre riesigen Guthaben
die ja viel Geld kosten, weil ja Minuszinsen sind, dass die diese in bar abheben. Weil es sind ja Pensionskassenleiter natürlich aufgewacht und haben gesagt, Moment mal, wenn ich ein Guthaben bei der Bank habe, dann verliere ich ja Geld, dann kann ich es ja gerade abheben und bei mir in die Schublade stecken. Das ist ja billiger. Nur das wollen sie verhindern durch die Abschaffung des Bargelds. Ja. Das und diese Ausrede, es ging ja um Drogenhandel oder es ging ja um Schwarzgeld, das ist natürlich dummes Zeug für das leichtgläubige Publikum, ja. Es geht ja um ganz was anderes. Es geht auch um den gläsernen Menschen, um die Kontrolle. Und dass man, wenn man nicht mehr ausweichen kann auf Bargeld und nur noch das digitale Geld im Computer hat, dann kann man ja jeden Menschen abschalten. Dann kann man ja den sofort stoppen. Wer der in den Augen der Macht unliebsam ist. Das hatten wir ja schon mal bei Terrorverdächtigen nach dem 11. September. Zum Glück gibt es eine Menge Urteile, die dem Grenzen gesetzt haben. Und dass man das gar nicht justiziabel haben wollte, die UNO hat eine schwarze Liste gemacht, beziehungsweise der UNO-Sicherheitsrat hat da seine Kompetenzen überschritten. Und dann meinte die EU, das auch noch machen zu müssen, dass man Leuten auch keine Sozialleistung, nichts mehr geben darf, dass sie praktisch ökonomisch wie vogelfrei waren, nur weil sie verdächtig waren. Also da waren noch nicht mal Verurteilte. Und da hat auch selbst der Europäische Gerichtshof dem Grenzen gesetzt. Damals. Also daran erinnert mich das, dass man so eine Struktur jetzt schafft, dass man Oppositionellen einfach das Geld abschaltet und die können dann praktisch nur noch als Selbstversorger oder von Tauschhandel leben. Ja, ich meine, der klassische Fall ist ja, was mit dem Assange passiert ist, also dem Gründer von WikiLeaks, wo er Asyl in der Schweiz gesucht hat, hat man ihm sofort und er damals diese ganzen Dokumente des State Departments veröffentlicht hat. Da hat man ihm sofort PayPal storniert, sämtliche Bankkonten, alles hat man ihm storniert. Er konnte keine Spenden mehr sammeln und fertig. Das heißt, er war sozusagen finanziell tot. Und das ist ein Exempel, das sie schon vor Jahren mit dem Assange gemacht haben. Und das machen sie mit jedem und werden sie dann, wenn es kein Bargeld gibt, noch mehr machen können. Ja? Weil man hat ja gar keine Alternative mehr. Ja. Es gibt auch eine ganze Menge Beispiele in verschiedensten Ländern, wo man das macht. Ich glaube, in Dänemark will man weg vom Bargeld. In Schweden hat man den Höchstbetrag deutlich reduziert, was in bar bezahlt werden darf. In Italien, meine ich, wäre das auch beschlossen worden. Ja. Es gab zumindest einen Gesetzentwurf. Frankreich hat man es jetzt eingeführt, bis 1.000 Euro und so weiter. Ja. Österreich will es haben wir die Diskussion auch, ob es abgeschafft wird. Der griechische Finanzminister denkt darüber nach. Ich glaube nicht, dass alle in der griechischen Regierung sowas haben wollen, aber der griechische Finanzminister hat zumindest sich laut darüber nachgedacht. Österreich, hast du ja berichtet, dass da die beiden größten Parteien, SPÖ und ÖVP-Politiker, darüber nachdenken. Letztes Jahr ein ehemaliger EWF-Mitarbeiter namens Kenneth Rogoff hat darüber nachgedacht. Da kommt mir manchmal so vor, als ob die zumindest im Geiste immer noch verlängerter Arm des EWF sind, manche ehemaligen Mitarbeiter. Und auch in Deutschland ein bekannter Ökonom. Natürlich, hat sich dazu weil geäußert. Die Lagarde ist ja auch Bilderbergerin, die Chefin vom EWF. Ja, das ist ja alles ein Netzwerk, die sind ja alle vernetzt. Ob jetzt Konzernchefs oder Chefs von Banken oder Chefs von den großen Finanzinstitutionen oder internationalen Organisationen bis hin zum Geheimdienst und zu den Militärs. Die sind ja alle vernetzt. Und noch dazu die Medienmogule. Die gehören ja auch dazu. Ich meine, letztes Jahr war der Chef vom Spiegel dabei. Ja? Ich meine, was will man erwarten, wenn alle, praktisch der gesamte Bereich ist abgedeckt und alle sind sie dort. Ja? Nicht? Und so. Das ist ja auch der Grund, warum ja von den Medien nichts berichtet wird, weil ja die Medienchefs ja auch dort sind. Ja, ich meine, ich kann mich noch erinnern,
wo der Chef von der Tamedia 2012 in Washington bei Bilderberg dabei war, dann haben alle seine Zeitungen in der Schweiz kein Wort über Bilderberg berichtet. Kein Wort. Ja. Aber er war dabei. Und so läuft das immer. Ja. Die wollen einfach völlig inkognito sein und das wird über die Medien totgeschwiegen. Ich meine, ich kann mich ja noch gut erinnern, wo ich mit dem Ganzen angefangen habe, 2004. Da haben doch die ganzen Medien behauptet, Bilderberg gibt's gar nicht. Das wäre eine Fantasie. Ja? Wo wir dann gesagt haben, aber Moment mal, ich war ja gerade dort in Stresa in Italien und habe sie gesehen. Aber ihr berichtet ja gar nichts. Und Tim dann, Tucker war ja schon viele Jahre da damals. Ja, und es ist ja so, dass wir natürlich dann durchs Internet und dadurch, dass immer mehr alternative Medien darüber berichten, wurden sie ja gezwungen. Und dann haben sie gesagt, ja, Bilderberg gibt's, ja, findet statt, aber ist harmlos. Da ist nichts. Nicht? Das heißt, sie haben mittlerweile zugeben müssen, dass es die Bilderberger gibt, nur sie tun es verharmlosen. Ja? Tim Tucker hat ja immer die Auffassung vertreten, man kann ja auch eine Menge nachlesen von seinen Recherchen in den Bilderberg-Tagebüchern, die man bei American Free Press findet oder auch online noch über den Buchhandel bekommen kann. Ich glaube, über Amazon auch. Dass er immer gesagt hat, dass er der Auffassung ist, dass die Bilderberger so etwas wie eine Weltregierung anstreben. Wenn ich mir die aktuelle Entwicklung anschaue, habe ich eher den Eindruck, dass man das so formell und offensichtlich gar nicht will. Ich denke eher, man lässt die Staaten stehen, wie sie sind, als Fassade, aber nimmt ihnen immer mehr ihre Macht. Man privatisiert so viel wie möglich und baut internationale Strukturen auf, wo Konzerne dann hineinwirken können, um die Staaten. Ja, es ist nicht eine Weltregierung, wie man das so 1:1 meint, sondern es ist ein Weltkonzern. Es ist eine Welt-AG. Die wollen eine Konzerndiktatur. Ja, und sie sind im Vorstand. Darum geht's doch. Und das ist natürlich dann sicher indirekt eine Weltregierung. Ja, weil die, wie du ja gerade gesagt hast, die Präsidenten und Bundeskanzler und Premierminister, das sind dann nur Puppen, wie Jean Ziegler das heute gesagt hat. Der G7 ist völlig unwichtig, das sind nur Puppen dort. Und die Konzernchefs, die sind die Wichtigen, ja. Morgen, am 5.6., wird sich mal möglicherweise entscheiden, ob Griechenland einen Hilfskredit beim ESM beantragt. Der ESM unterscheidet sich ganz stark von den anderen Mechanismen mit der Troika, weil da auch ein Staateninsolvenzverfahren mit dabei ist. Und ich sage das auch deshalb in Zusammenhang mit Bilderberg, weil Bilderberg ja 2011 vier wichtige Finanzminister da hatte, den Finanzminister Papa Konstantinou, der war nicht nur 2011, der war auch 2010 da. Und dann George Osborne aus Großbritannien war auch schon öfters bei Bilderberg. Christine Lagarde, damals französische Finanzministerin, bald darauf IWF-Chefin. Und auch Herrn Tremonti aus Italien. Und und einige weitere. Ja, und auch der amerikanische, der war ja dabei. Ja. Und kurz bevor der ESM beschlossen wurde, und dann haben die so einen Trick gemacht, die haben nicht das Insolvenzverfahren in den ESM reingeschrieben, sondern so kollektive, nur eine Verpflichtung auf kollektive Aktionsklauseln. Für die Anleihen, also wenn Staaten sich über Anleihen Geld leihen, ab dem 01.01.2013 müssen die so Zusatzbedingungen machen, namens kollektive Aktionsklauseln, haben sogar die Finanzminister dann drüber entschieden, ist aber nicht für alle öffentlich sichtbar. Aber was da drin steht, haben wir trotzdem rausgekriegt, weil man hat Begleitgesetze gemacht in den Mitgliedstaaten. Definitiv kann ich das an Deutschland und Zypern zeigen. Und in Deutschland hat man das Bundesschuldenwesengesetz geändert und hat da die Paragraphen 4a bis 4k eingebaut. Und bei dem Gesetz, was das ins Bundesschuldenwesengesetz, diese Paragraphen eingefügt hat, das, was die Detailvorschriften sind für den Fall der deutschen Staatspleite, sagt dieses Gesetz in seiner Begründung, dass das, was da eingefügt wird, dem entspricht, was in diesen kollektiven Aktionsklauseln steht, die für alle Staaten der Eurozone gleich sind.
Und das heißt also, zumindest vom rechtlichen Inhalt her ist das alles das Gleiche. Man kann es nachlesen in Paragraph 4a bis 4k Bundesschuldenwesengesetz. Und dann haben wir eine Versammlung der privaten Gläubiger und die entscheidet dann darüber, was mit den Zahlungsbedingungen ist, etc. und kann dann politische Bedingungen machen, statt der Troika, also wenn Land nicht zahlungsfähig ist. Das heißt, die Konzerne wollen es selber machen und nicht mehr, dass man die Troika machen lässt für die Staaten, die für Pleite befunden werden. Und der Ja, und Sinn es der geht ja Sache noch ist, weiter, es geht ja noch weiter. Die EU erpresst ja jetzt alle EU-Mitgliedsländer, dass sie den sogenannten Bail-in jetzt bis Ende Jahr durchsetzen. Ja, das heißt also, dass die Bankkunden für ein Pleite einer Bank haften mit ihrem Guthaben. Also das, was in Zypern abgelaufen ist, soll ja EU-weit passieren. Natürlich tun sie das mit der Begründung dann verkaufen, ja, damit der Steuerzahler nicht mehr haften muss. Ja, aber das bedeutet, dass jeder, der ein Guthaben hat, aber bei der Bank ist, verlieren kann. Ja, und nicht einmal abziehen kann, weil es dann kein Bargeld mehr gibt. Ja, also das ist unglaublich, mit welchen Schritten die da in Richtung Enteignung vorgehen, ja. die haben es ja ziemlich eilig. Das liegt ja auch daran, dass ein Artikel in einer Studie von Professor Richard Werner von der Uni Southampton, das, was schon eine ganze Menge Wirtschaftswissenschaftler seit vielen Jahren auch gesagt haben, er hat es bewiesen, dass das Giralgeld aus dem Nichts geschöpft wird. Und diese Theorie, auf der die ständig aufbauen und sagen, die Banken sind too big to fail, man müsste sie retten und die armen Sparergelder und deswegen müsste man streng sein mit den Einwohnern der Schuldnerländer, das ist widerlegt. Die Banken schöpfen das aus dem Nichts und dieses Privileg, da kriegen sie noch die too big to fail-Hypothese obendrauf. Und ich glaube, sie haben es eilig, bevor die Leute aufwachen und alle sagen, nee, Moment mal, wenn die das Geld aus dem Nichts schöpfen können, dann muss man das Privileg irgendwie ausgleichen, indem man den Banken woanders dann eine schwächere Position gibt in anderen Gebieten. Aber stattdessen kriegen sie noch Too Big to Fail Status und können politische Auflagen machen bei den Staaten, die pleite gehen. Und morgen wird da Griechenland vielleicht hineingeworfen. Ja, es ist ja so. Sie schöpfen das Geld aus dem Nichts, beziehungsweise indem Schulden gemacht wird durch Kreditvergabe und bekommen dann, wenn einer nicht zahlt, reale Werte dagegen. Nicht? Ja. Also wenn zum Beispiel eine Bank aus dem Nichts Geld schafft, und dir einen Hypothekenkredit gibt, ja, dann musst du ja deine Immobilie als Pfand hinterlegen. Und wenn du dann nicht mehr zahlen kannst, enteignen sie dir dieses Haus oder Wohnung oder was immer. Das heißt, sie wandeln Geld aus nichts in reale Werte um. Und das ist der Hammer, ist das. Ja. Und genauso machen sie es übrigens mit den Staaten. Die müssen dann Und ihre jetzt wollen realen Sie Werte abgeben. die Daseinsvorsorge und die Behörden haben, die Gerichte, die Polizei, die Geheimdienste, das Militär, all das soll jetzt privatisiert werden. Woher ich das weiß, kann ich sagen, weil man wollte es schon mit dem Lissabon-Vertrag. Nur das Lissabon-Urteil hat das für die hoheitlichen Aufgaben verboten. Also man findet Artikel 2 vom Protokoll 26 zu den Verträgen der EU, die nicht wirtschaftlichen Dienste von allgemeinem Interesse sollten die Staaten gezwungen werden, alle an Privat zu vergeben. Und die Daseinsvorsorge in Artikel 14a EU-Vertrag, die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sollten sie auch alle vergeben. Und nach dem Lissabon-Urteil hat man sich das größtenteils nicht getraut. Und jetzt inszeniert man es mit ESM und der Staatspleite. Ja. Und das Gleiche hat man vor, versucht man hinzubekommen, jetzt bei der UNO-Vollversammlung im September diesen Jahres und hat da die vorübergehende Problem Argentiniens mit den Gaia-Fonds vorgeschoben, um die argentinische Regierung zu instrumentalisieren, um die dafür zu benutzen. Und Argentinien ist das Problem mit den Gaia-Fonds größtenteils los. Das war ja das Problem, dass die alten Schulden aufleben könnten wieder, wenn die Gaia-Fonds durchsetzen, im Vergleich zu anderen privaten Gläubigern einen höheren Prozentsatz zu bekommen. Aber das ist vorbei, diese Klausel ist ausgelaufen. Nur man hat es geschafft, letztes Jahr eine UNO-Resolution durchzubringen, ich glaube, es war auf jeden Fall im September, ich glaube 9.9., dass man so ein Staateninsolvenzverfahren schaffen will, bis zur nächsten Sitzung der UNO-Vollversammlung zu regulieren. Das ist jetzt dieses Jahr Ende September. Aha. Und da
eine Resolution, die von Bolivien eingebracht wurde. Alle im guten Glauben, aber alle verlassen sich irgendwie auf Leute, die auch andere Interessen haben. Ja. Und kaum ein Wort von den Menschenrechten. Es ist ja so, diese ganze Privatisierung, da ist ja Amerika ein Musterbeispiel, weil es ist ja nicht zu fassen, was da alles schon privatisiert ist. Zum Beispiel die ganzen Gefängnisse sind ja fast schon alle privatisiert. Und das ist ein Riesengeschäft für diese Konzerne, die sich auf die Gefangenschaft von Menschen spezialisiert haben. Und es ist, geht ja so weit, dass natürlich es im Interesse der Konzerne ist, die Gefängnisse betreiben, dass so viel wie möglich Gefängnisurteile dann verhängt werden. Ja? Und sie gehen dann her und bestechen die Richter, ne, ganz klar bestechen die Richter, harte Urteile zu verkünden. Und das ist ja auch der Grund, warum Amerika die meisten Gefangenen von allen Ländern der Welt hat, also pro Kopf. Ja. Es sind ja insgesamt 7 Millionen Amerikaner unter Strafvollzug irgendwie. Ich meine, das ist ja unfassbar. Das ist ja mehr als die Sowjetunion und überhaupt das kommunistische China je hatte. Ja, und das ist einfach, weil es ein Geschäft ist. Und man will dann natürlich viele Gefangene haben. Und so läuft es auch mit den ganzen Kriegen. Die werden ja auch privatisiert mit diesen Söldnerfirmen und so weiter. Also all und Wasser und Strom und all das wird und Kanalisation wird ja eh alles privatisiert. In Kolumbien hat man scheinbar freiwillig, hat schon ein Film berichtet aus 2005, Kolumbien, Privatarmeen des Staates von Arte, dass sie freiwillig Teile der Polizeiaufgaben an private Sicherheitsunternehmen gegeben haben, die so entstanden sind, wohl aus Sicherheitsunternehmen, die halt andere ausländische Konzerne geschützt haben in Kolumbien. Und das ist völlig außer Kontrolle geraten, wenn man sich anschaut, den Wikipedia-Eintrag zur kalabrischen Mafia Ndrangheta, die einen Dachverband von den Söldnerunternehmen dort namens, ich glaube AOC heißen die, die arbeiten offiziell zusammen mit der kalabrischen Mafia und sind ganz dick ins Drogengeschäft eingestiegen. Ist völlig außer Kontrolle geraten, da wo man an private Sicherheitsunternehmen die Polizeiaufgaben gegeben hat. Dazu muss man nicht nach Südamerika gehen. Ich kann dir sagen, dass in der Schweiz die privaten Sicherheitsfirmen viele Polizeiaufgaben übernommen haben. Ich kenne viele Gemeinden in der Schweiz, wo das Asylwesen und auch der Schutz der Gemeinde auf die Securitas und andere Sicherheitsunternehmen abgewälzt wird und nicht mehr von der Polizei gemacht wird. Ja? Und das heißt also, auch in der Schweiz wird grausam die hochheitlichen Aufgaben privatisiert. Ja? Und was obwohl natürlich die Schweiz kann da zwingen. Ich sehe die Securitas-Leute rumlaufen, zum Beispiel die Securitas-Leute tun die ganzen Asylbewerberheime überwachen und kontrollieren und gehen da rein und etwas, was früher die Polizei gemacht hat. Ja. Und so. Und mich würde es nicht wundern, wenn zum Beispiel die ganze Radargeschichte und überhaupt das Straßenverkehrsgesetz und all das, dass das auch privatisiert wird und dadurch die Privatfirmen so viel Bußen wie möglich dann verteilen, ne? Weil das ist ja dann, sie sind ja dann umsatzbeteiligt und so weiter. Also das läuft alles in diese falsche Richtung, ja, weil ich muss ja dann, wenn die eine staatliche Aufgabe zu einem Geschäft wird, dann muss ich natürlich als Unternehmer gucken, dass so viel wie möglich Leute in diese Sache reinkommen. Ob das jetzt Gefängnisse sind oder ob sie Gesetzesübertretungen machen. Ja, sehr logisch. Ja, dann geht es nicht mehr darum, sozusagen den Straßenverkehr vor einem Kindergarten zu beruhigen, sondern es geht darum, um Fallen zu stellen, damit so viel wie möglich Leute reinrasseln. Ja? Nicht? Das
Das ist nachvollziehbar, ja. Und das ist ein völlig falscher Weg. Ja, aber das wird durch diese sogenannte Sparmaßnahmen und Reduzierung der staatlichen Aufgaben, weil man angeblich kein Geld hat, ja, und man tut das outsourcen, nicht? Man tut das dann an Privatfirmen vergeben. Das ist der Trend, der überall abläuft. Ja. Und wir sehen es ja auch in der Ukraine. Nicht? Da tun ja auch die westlichen Länder und auch Finanzgeber zwingen ja die Ukraine, alles zu privatisieren. Alles. Ja? Ich meine, das ist ja unglaublich. Zum Beispiel die ganze Elektrowirtschaft wird privatisiert, auch die Gas- und Warmwasser und auch die ganzen staatlichen Wohnungen werden privatisiert. Und das bedeutet, die haben ja jetzt ein neues Gesetz verabschiedet, dass diese ganzen Kosten müssen ja nicht nur, also die ganzen Preise für diese Sachen, für diese sogenannte Grundversorgung, die muss ja nicht nur kostendeckend sein, da muss ja auch noch ein Gewinn rausschauen. Und dadurch vervierfachen und wie vielfachen sich die ganzen Kosten für die Bürger. Die Ukraine ist ja eigentlich dadurch bekannt, dass praktisch die Heizkosten immer die heilige Kuh waren. Heizen sollte sich jeder leisten können. Sie haben da eher das Gesundheitswesen vor die Hunde gehen lassen und dass die Leute nicht alle genug zu essen hatten. Aber warme Stube sollte jeder haben. Da war die Ukraine mal hart, selbst dem IWF gegenüber. Ja, es ist ja so, das Ganze kommt ja aus der Sowjetunion-Zeit. Das heißt also, man darf ja nicht vergessen, dass in der Sowjetunion diese ganze Grundversorgung entweder gratis war oder sehr billig. Also Strom, Gas, Wasser, Wohnungen, das war ja sehr, sehr billig, ja, und wurde ja in dem Sinn subventioniert. Und jetzt mit diesen ehemaligen Sowjetrepubliken wie Ukraine wird natürlich, fährt man da voll mit der Privatisierung rein und sagt, ja, das Ganze muss für ausländische Investoren attraktiv sein, deswegen müssen die nicht nur die kostendeckende Preise haben, sie müssen auch noch Gewinn machen. Und so explodieren diese ganzen Preise und das bei Leuten, die eigentlich sehr günstigen Wohnraum und praktisch Gratis-Energie immer erlebt haben. Ja. Ich wollte noch was mit der Privatisierung von dem Hoheitlichen ansprechen. Von wegen private Sicherheitsdienste. Ich habe mehrere Berichte gelesen, dass der Gouverneur von Dnipropetrovsk auch praktisch private Sicherheitsdienste irgendwo unter Kontrolle habe. Und das scheint auch in der Ukraine schon ziemlich weit zu sein. Was sind denn diese ganzen Privatarmeen der Oligarchen in der Ukraine? Ich vermute, ja, dass das so entstanden ist. Wie soll sonst... Ja, Azov-Bataillon und wie sie alle heißen, das sind ja Privatarmeen. Ja? Nicht? Also es wird immer mehr privatisiert. Ich sehe auch eine Gefahr für die Demokratie, wenn man Wahlämter privatisiert, von wegen Stimmen auszählen oder Finanzämter, weil die über die Gemeinnützigkeit von NGOs entscheiden. So kann man missliebige NGOs abschalten, wenn man die Finanzämter privatisiert. Einfach die Gemeinnützigkeit abschalten. Ja. Ich meine, es wird ja bald so weit hinauslaufen, dass überhaupt nichts mehr staatlich ist. Ja, ich meine, die werden alles abschaffen. Das ist ja das Ziel. Irgendwann wird alles privatisiert und dann gibt es überhaupt keine staatlichen Hochheiten mehr. Ja, dann haben sie natürlich die volle Kontrolle. Ich glaube, die wollen die Staaten noch als eine Hoheitsvermittlungsstelle, so dass Konzerne auf Zeit dann die oder eine oder andere hoheitliche Aufgabe da übernehmen. Ja, ich meine, dann macht ja Demokratie und Wahlen und alles überhaupt keinen Sinn mehr, oder? Man wählt die Marionetten, die dann gucken, die das dann durchführen, die Ausschreibung machen. Ja, ich meine, man muss ja nur schauen. Ich meine, die EU-Parlamente sind ja sowieso alle schon entmündigt. Die ganzen Parlamente der EU-Länder haben ja nichts mehr zu tun. Die sind arbeitslos. Die müssen ja nur noch die 90% der Gesetze, die jetzt aus Brüssel kommen, in lokale Landesgesetze umsetzen. Und dazu werden sie gezwungen. Sie können ja eh nicht Nein sagen. Also das heißt, die Parlamente der EU-Länder
haben nichts mehr zu sagen. Das sind einfach nur Marionetten, die alles, was aus Brüssel kommt, absegnen müssen. Ja, und so weiter. Also, und irgendwann mal wird man sagen, ja, dann brauchst du ja nimmer. Dann können wir die ja alle loswerden. Ja, dann kann ich ja auch niemand mehr wählen. Ich kann ja eh in der EU niemand wählen. Ich meine, wer hat zum Beispiel jetzt den Juncker gewählt? Niemand. Ich nicht. Es gab nie eine Wahl über den Kommissionspräsidenten. Ja? Der wird einfach den EU-Bürgern vor die Nase gesetzt. Fertig. Ja? Naja, ich persönlich, ich gehe immer wählen, weil ich mir immer denke, es gibt staatliche Mittel für die Parteien und die Parteien wirken ja auch in der öffentlichen Meinungsbildung mit. Und dann sollen doch die staatlichen Mittel an die gehen, wo ich denke, die positivste Rolle spielen können. Ja, ich meine, sicher ist es richtig zu wählen, nur sie untergraben das Ganze immer mehr, dass es bald keinen Sinn mehr macht, ja? Ich meine, wir haben ja sowieso keine Wahl. Wo ist denn da der Unterschied zwischen den Schwarzen, Roten, Grünen und Blauen und Gelben? Es gibt ja keinen Unterschied, weil wenn sie an der Macht sind, machen sie eh alles Gleiche. Das Gleiche gilt für Amerika. Es gibt doch keinen Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten. Das ist ja ein Verein. Ich denke. Ja, und in England ist es genauso. Die Konservativen und die Labour, das ist genau das Gleiche. Und SPÖ und ÖVP in Österreich ist genau das Gleiche. Das ist ein Verein. Ja. Ich denke, das sind gerade solche Strukturen wie bei Bilderberg. Ob es nun über Parteispenden läuft, ob es darüber läuft, dass sie plötzlich Medienaufmerksamkeit kriegen und hochgelobt werden. Ich denke, diese Einflüsse müssen durchtrennt werden, damit sie wieder freier sind. Wir müssen die Politiker befreien. Ich kann mich noch erinnern, wo der Obama angetreten ist, hat es geheißen, um Präsident zu werden, braucht man 1 Milliarde Dollar. Mittlerweile sagt man jetzt voraus, für die kommenden Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr braucht man 2 Milliarden. Ja? Jetzt muss man sich mal das vorstellen, wo kommt das Geld her? Das kommt hauptsächlich von Konzernen. Und diese Konzerne, die da diese Spenden machen, plus noch die ganzen Stiftungen und anderen Interessensverbände, die auch Geld geben, die wollen doch was zurückbekommen dann für diese Spende. Das heißt, wer immer Präsident wird, wer immer Kanzler wird, wer immer Premierminister wird, der ist doch nicht den Wählern verpflichtet, sondern den ganzen Spendern verpflichtet. Ja? Ist doch logisch. Ich meine, wenn ich Millionen einer Partei oder einen Wahlkampf gebe, dann will ich doch was zurückhaben. Ja? Eine Verpflichtung der Wähler. Nicht nur so viel, wie ich gezahlt habe, sondern das Zehnfache zurückhaben. Eine Verpflichtung dem Wähler gegenüber wäre ja wieder stärker, wenn die Wähler zum Beispiel die Wählen gezielt sich nicht mehr beeinflussen lassen würden, weder von der Berichterstattung noch von denen, die besonders viel Wahlwerbemittel ausgeben können und viel Wahlwerbespots schalten können. Da könnten Wähler das aushebeln, wo Konzerne halt über solche kartellartigen Strukturen wie Bilderberg, wie Thinktanks die Berichterstattung beeinflussen oder wie sie Parteispenden Einfluss haben. Zum Beispiel, die meisten Leute wissen nicht, dass insgesamt bei einer Präsidentschaftswahl in Amerika mehr als 6 Parteien teilnehmen. Es gibt die Grünen und die Unabhängigen und ich weiß nicht, was es alles gibt. Aber sichtbar in den Medien gibt es nur 2. Demokraten und Republikaner. Das heißt, durch die Mediensteuerung wird eigentlich diese Auswahl, die es tatsächlich gibt, völlig eingeschränkt auf 2 Parteien. Ja? Von den anderen hört man gar nichts, weil die werden verleugnet, die gibt es gar nicht. Man gibt ihnen zum Beispiel bei den Fernsehdiskussionen, dürfen die gar nicht auftreten. Ja? Das heißt, die Medien steuern ja, wer überhaupt sichtbar ist. Und nur die sichtbar sind, werden ja dann gewählt. Die unsichtbar sind, die wissen ja die Leute gar nicht, dass es die gibt. Ja. Und so wird ja eine Vorwahl, eine Vorausselektion betrieben, sodass sich das Ganze auf 2 Parteien runter reduziert und die sind ja eh gleich. Ich meine, für die Bilderberger ist es ja wurscht, ob die Demokraten oder die Republikaner an die Macht kommen.
Sie sind ja eh ihre Pferde im Rennen, ja. Ich wollte noch auf Bilderberg eingehen und ein weiteres Instrument für die Privatisierung. In erster Linie Privatisierung, aber bei weitem nicht nur. Es sind ja derzeit mehrere Handelsverträge in Aushandlungen und bei allen ist auch die EU ein zentrales Instrument, weil sie eine ganze Menge Länder bündelt und für die den Außenhandel, die Außenhandelsverträge aushandelt. Da gibt es dieses TTIP mit den zwischen USA und EU, CETA zwischen Kanada und EU und es gibt TISA, was so etwas ist wie das GATS-Dienstleistungsabkommen von der Welthandelsorganisation, aber eine wesentlich radikalere Steigerung für die Länder, die das mitmachen wollen. Und die EU ist mal wieder mit dabei, leider auch verhandelt auch die Schweiz damit. Auch das ist nur im Interesse der Konzerne. Und interessant, der bis vor kurzem, bis vor der jetzigen Kommission, EU-Handelskommissar Karel de Gucht war auch öfters bei Bilderberg. Also die Bilderberger hatten mehr als einmal Gelegenheit, ihre Wünsche Herrn de Gucht nahezubringen. Natürlich. Ich sage ja, es läuft alles nur im Interesse der Konzerne. Und deswegen, das große Ziel der Bilderberger ist diese Konzerndiktatur, die ja eh schon fast umgesetzt wurde und so weiter. Ja. Und das ist ja eigentlich das Wesentliche. Deswegen sollten eigentlich die Leute nach Telfs gehen zum Demonstrieren und nicht nach Elmau. Das interessiert doch niemand. Ja? Okay, ich bin auch so. Ich meine, das ist doch völlig unwichtig. Deswegen berichte ich zum Beispiel nicht über ein G7-Treffen, weil das ist ja Zeitverschwendung. Ja? Das ist völlige Zeitverschwendung. Ich kann nur die Leute auffordern, nach Telfs zu gehen und dort ihre Meinung zu äußern und damit dort mehr Scheinwerferlicht draufkommt auf diese Bilderberg-Gruppe. Ja? Ich habe mir das TTIP-Verhandlungsmandat mal angeschaut. Das sind nicht so viele Seiten. Also das Verhandlungsmandat der EU-Kommission, was sie sich auch von den Außenministern haben genehmigen lassen, von den EU-Mitgliedstaaten, die Außenminister. Und das ist jetzt Stand 17. Juni 2013, jetzt letztes Jahr ist rausgekommen, im Oktober. Ja, das ist immer noch das aktuelle Verhandlungsmandat, also was die Verhandlungsgrundposition ist. Und da steht tatsächlich in der Textziffer 19, dass die EU-Kommission vertritt, dass die EU ihrer Verpflichtung aus Protokoll 26 zu den Verträgen der EU nachkommen soll. Und was steht da drin im Protokoll 26? Im ersten Artikel ein Loblied auf die Daseinsvorsorge und im zweiten Artikel, dass man die hoheitlichen Aufgaben, die nichtwirtschaftlichen Dienste von allgemeinem Interesse vergeben soll. Und das heißt praktisch, über TTIP will man dann einen weiteren Anlass schaffen, um das hoheitlichen Institutionen der Mitgliedstaaten zu vergeben und das gleichzeitig und das dann direkt, damit man es nicht so leicht zurückgängig machen kann, direkt transatlantisch, dass also US-Firmen auch hier hoheitliches betreiben dürfen und europäische Firmen in den USA, damit man dann direkt Stress mit den USA kriegt, wenn man das wieder zurückdrehen will. Übrigens, das ist nicht nur transatlantisch, es ist auch transpazifisch, denn der TTIP geht ja auch in die andere Richtung nach Asien. Das wissen die meisten Leute gar nicht, aber das Ganze geht ja in beide Richtungen. Es soll ja die ganze Welt drunter fallen. Wenn TPP auch so ein Verhandlungsmandat haben sollte, dann werden demnächst ja zum Beispiel die Polizei oder das Militär in den USA zum Beispiel von europäischen Firmen, nicht nur von europäischen Firmen teilweise mitbetrieben, sondern vielleicht auch von japanischen oder philippinischen oder chilenischen, mexikanischen Firmen, alles bunt durcheinander. Ja, wer immer günstiger ist, ja. Stimmt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mich erinnert das auch an. Und die bedeutet das? Was bedeutet das? Das bedeutet genau das, was ja schon die deutschen Behörden machen. Wenn zum Beispiel ich kann mich erinnern, wo in Stuttgart gegen Dings 21 demonstriert wurde, waren ja keine Stuttgarter Polizisten dabei, sondern die wurden ja von ganz Deutschland rangekarrt. Das heißt also, es ist ja logisch, dass ein Polizist, der seine Großmutter auf der anderen Seite stehen sieht unter den Demonstranten oder Leute, die er kennt, wo er anschließend dann in die Kneipe geht, dass der nicht so in dem Sinn hart durchgreift, ne?
Wie wenn das Fremde sind, wo man weiß, ja, ich bin ja eh weg, wenn das Ding gelaufen ist, gehe ich wieder zurück nach Sachsen oder ich weiß nicht wohin, Sachsen-Anhalt oder wo immer ich hergekommen bin. Und genauso das Gleiche gilt ja dann auf großer Ebene. Wenn da jetzt Europäer in Amerika sind und Amerikaner hier und Mexikaner, ich weiß nicht wo, dann werden die natürlich ganz anders gegenüber die Bevölkerung vorgehen, als wie wenn das Einheimische sind. Verstehst du, was ich sagen will? Ja, das wird auch ein Instrument sein, ja, um ganz anders gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen, um die Löhne natürlich zu drücken. Natürlich. Ich meine, ich finde es sowieso unerhört, wie viele deutsche Polizisten in Österreich jetzt stehen. Ich meine, das ist doch für mich eine ganz klare Souveränitätsverletzung und Neutralitätsverletzung, dass da irrsinnig viele deutsche Polizisten in Österreich jetzt sind, wegen G7 und Bilderberg. Ja. Die werden natürlich ganz anders vorgehen gegenüber irgendwelchen Demonstranten, als wie wenn das Einheimische wären. Ja, ist doch logisch. Psychologie, ja. Aber das wird ja bewusst gemacht. Dann wundern sich die Leute demnächst auch nicht mehr, wenn da stattdessen statt Deutschen dann Private dabei stehen. So ist es. Und das ist ja eh schon der Fall. In Deutschland habe ich das teilweise schon gesehen bei, ja, so auf den ersten Blick harmlosen Dingen, wie ganz normale Streife durch die Innenstädte. Da ist es teilweise schon so, dass die Stadt, wie man es kennt, Polizei und Ordnungsamt gemeinsam, teilweise auch Private mit dabei sind. Das habe ich ja vorher über die Schweiz gesagt. Diese Streifen sind jetzt mittlerweile Sicherheitsfirmen. Ja, und nicht mehr Polizei. Bis vor kurzem war es so, dass Private eigentlich nur Gebäude bewachen dürfen, was Privaten gehört. Naja, aber mittlerweile in der Schweiz dürfen zum Beispiel private Sicherheitsdienste Leute festnehmen und dann die Polizei holen, damit sie die abholen. Ja. Das wird sicher dann noch erweitert. Diese Kompetenzen werden ja immer schrittweise salamitaktikmäßig erweitert. Ja. Am Flughafen. Das sind ja Privatfirmen, die die Sicherheit machen und dich durchsuchen. Ja, also da sehen wir es ja schon. Bei TTIP ist es ja auch so, man möchte ja auch ein Gremium bei TTIP etablieren, wo im Vorhinein schon die Privatwirtschaft zumindest mitdiskutieren kann bei Gesetzentwürfen. Und das ist dann parallel zu diesen privaten Schiedsgerichten, wo drei nichtstaatliche Leute dann wohl entscheiden sollen, da über Streitfälle, wo private Konzerne, Unternehmer sich benachteiligt sehen durch Gesetzesänderungen, die irgendetwas für sie teurer oder beschwerlicher machen und ihre Gewinnerwartungen nicht gerecht werden, auf was sie vertraut haben, als sie Investitionen getätigt haben. Und das toppt man noch, dass schon bei Gesetzentwürfen dann Private reinreden sollen, um den staatlichen Abgeordneten Angst zu machen, was da für Entschädigungen auf sie zukommen kann. Ja, wenn machen sie ja eh schon. Ich meine, die schreiben ja eh schon die Gesetze. Ich meine, was ja auch wenig Leute wissen, es sind ja zum Beispiel im Irakkrieg mehr Söldner von privaten Armeen, also von Blackwater und wie sie alle heißen, im Einsatz gewesen als Soldaten. Ja. Ich meine, die ganze Logistik wird ja mittlerweile für die US-Armee, wird ja eh schon von Privatkonzernen gemacht. Also zum Beispiel die ganze Behausung, das Essen und alles, was mit der Logistik zu tun hat, Transport und so weiter, Versorgung, Nachschub, das ist alles privatisiert bei der amerikanischen Armee. Und es werden der Grund, warum sie mehr Söldner einsetzen, ist ja deswegen, weil sie dadurch diese ganze Pflicht, die Veteranen zu versorgen auf Lebenszeit, ne, dass das natürlich wegfällt. Nicht? Also dann nehmen sie auch gerne ausländische Söldner, die sie dann wieder zurückschicken. Zum Beispiel aus Uganda haben sie ganz viele im Natürlich. Irak. Ich meine, wenn sie ausgedient haben und ihr Bein verloren haben und nicht mehr einsatzfähig sind, dann schiebt man sie irgendwo ab und muss sich nicht mehr um ihre Pflege und alles kümmern. Ja? Also das mit so wie bei einem normalen Soldaten. Außerdem, ein normaler Soldat, der unterliegt ja einer gewissen Ethik. Ne? Also der muss ja aufpassen, was er macht.
Nur die ganzen Privatarmeen, die können Leute umbringen, so viel sie wollen. Denen passiert ja gar nichts. Die sind ja im vogelfreien Raum. Aber ein Soldat, der ein Vergehen begeht, der kann ja vor das Kriegsgericht kommen, ja. Und das tut man auch alles aushebeln. Ja. Also das mit Uganda ist jetzt ein Beispiel, was in der Le Monde Diplomatique stand, wohl, ich denke, zum Sold drücken. Andere Beispiele, gerade im Irak ist es ja ziemlich schief gelaufen. Also einmal dieses, was WikiLeaks weltberühmt gemacht hat, Disziplinlosigkeit von Leuten von Blackwater, die sich inzwischen auch zweimal umbenannt haben. Und oder von weiteren Söldnerfirmen in Abu Ghraib, die illegale Verhörmethoden eingesetzt haben. Ja, und in Amerika ist es ja so. Es gibt ja ein Gesetz und die Verfassung, die also verhindert, dass oder die verhindern soll, dass also die Menschen ausspioniert werden durch staatliche Organe. Also was macht man? Man privatisiert das und dann fällt das nicht mehr unter das Verfassungsgesetz. Dann tun halt Privatfirmen spionieren. Ja? Die unterliegen dann nicht diesem Gesetz, dass der Staat einen nicht ausspionieren darf. Nur die Daten landen dann trotzdem dort. Ja? Und so weiter. Ich meine, was ich auch jetzt gerade gelesen habe, dass zum Beispiel in der Ukraine jetzt auf der Seite der sogenannten ukrainischen Armee, wie soll ich sagen, andersfarbige Soldaten sind, also Schwarze und auch Leute, die scheinbar aus den arabischen Ländern kommen. Also tut auch, wird in der Ukraine, werden Söldner vom Staat eingesetzt und der Grund ist ganz einfach. Die jungen Leute in der Ukraine, die wollen nicht ins Militär und wollen nicht in Krieg ziehen und flüchten deshalb. Also wenn Kiew einen Krieg führen will, dann muss sie halt von irgendwoher diese ganzen Söldner importieren. Es gibt auch eine sehr gute Studie zu TISA. Das ist ja diese Verschärfung von GATS, die man machen will. Und dieses GATS, Dienstleistungsabkommen der Welthandelsorganisation, hat zumindest alle hoheitlichen Aufgaben, die man noch nicht privatisiert hat, von Verpflichtungen, die dann auch dann für weltweit gegenüber allen WTO-Mitgliedern zu öffnen, den Markt ausgenommen. Artikel 1 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe A ist das im GATS-Vertrag, habe ich nachgelesen. Und jetzt will man bei TISA da wesentlich darüber hinausgehen über den GATS-Vertrag. Da sind man tastet diesen Artikel zwar nicht an, aber alles, was man schon mal privatisiert hat, soll verboten werden, dass der Staat das jemals wieder ausüben darf. Das habe ich aus einer Studie für Public Services International, ist die geschrieben, gibt es auch in Deutsch, von einem kanadischen NGO für Public Services International, TISA kontra öffentliche Dienste heißt die. Public Services International ist ein Dachverband von Angestellten- und Arbeitergewerkschaften, wo in Deutschland zum Beispiel Gewerkschaft Verdi mit dazugehört. Übrigens, das ganze Gesundheitswesen soll ja auch privatisiert werden. Ja? Das heißt also zum Beispiel, dass die Krankenhäuser alle privat, also die müssen ja eh schon profitabel arbeiten. Das heißt, das hat man ihnen eh schon aufgezwungen, dass sie Profit machen oder nicht Verluste machen dürfen. Und jetzt geht es noch weiter, dass sie alle privatisiert werden. Das heißt, dass das ganze Gesunde, deswegen will man ja auch in England, wo es dieses berühmte staatliche Gesundheitssystem gibt, das will man ja abschaffen in England, ja. Und dieses Obamacare, wo man sagt, oh, guck doch mal, wie toll, der Obama hat doch jetzt Gesundheit für alle und so weiter. Das stimmt ja gar nicht. Das Ganze ist ja nur eine Privatisierung. Und die Leute können es gar nicht mehr zahlen. Die gehen ja kaputt an den Prämien in Amerika und die Firmen auch, weil sie müssen ja die Hälfte dazu zahlen an dieser ganzen unheimlichen Verteuerung des Gesundheitswesens. Ja. Der erste Versuch von Obama, wenn er ernst gemeint war, war ja im Sinne von gesetzlichen Krankenkassen. Und dann hat er es aber nur durchbekommen, wenn das dann Private sind.
Ja, so ist es. Das heißt also, es geht, jeder Lebensbereich wird privatisiert, ja. Und das ist natürlich genau das, was die Bilderberger wollen, was sie schon immer, weil es um Konzerne geht, nicht? Alles soll von Konzernen bestimmt werden. Und wir sollen alle von Konzernen abhängig werden. Unser Essen, unsere Energie, alles, was wir brauchen zum Leben, müssen wir abhängig sein von Konzernen und müssen zahlen. Ja. Und dieses mit dem Essen, da gibt es auch etwas in TTIP und in CETA. Es gibt ja diese Frage der Beweislast. Ist Gentechnik in der Nahrung und in der Landwirtschaft schädlich oder nicht? Da gibt es also zwei Verträge, die einander gegenüberstehen, nämlich das SPS-Abkommen von der WTO, das sagt also, wer hier Handel verbieten will, der soll erstmal beweisen, dass es schädlich ist. Und das Biosicherheits- oder Cartagena-Abkommen, was im Rahmen der Artenvielfaltskonferenz der UNO abgeschlossen worden ist, was sagt, nee, also wer gentechnisch was Verändertes auf den Markt bringen will, das durchsetzen will, der muss beweisen, dass es sicher ist. Und, ja, genau. Durch diese sogenannte Beweisumkehr, die findet ja auch schon seit 9-11 statt, ja. Ich meine, wir sind ja alle in dem Sinn schuldig, außer wir beweisen, dass wir unschuldig sind, nicht? Und das ist ja diese ganze Philosophie, die haben. So gehen sie ja auch gegen Länder vor. Der Iran muss beweisen, dass er keine Atomwaffen baut. Es ist nicht so, dass der Westen beweisen muss, dass sie welche machen. Nein, sie müssen das Gegenteil. Sie müssen das etwas, was nicht vorhanden ist, beweisen. Also die völlige Beweisumkehr. Ja? Und so läuft es ja in allen Bereichen. Nicht? Wir sind ja alle Terroristen, außer wir beweisen, wir sind es nicht. Ja, es ist, das erinnert mich von wegen Iran, es erinnert mich an die Bilderberg-Konferenz 2014. Da war bei Bilderberg ein Thema Neuordnung des Mittleren Ostens. Die Frage ist natürlich, was für ein Konzept, was für eine Vorstellung haben Sie da gehabt? Ich habe nicht gesehen, dass da jetzt wichtige Vertreter von den Ländern des Nahen Ostens eingeladen gewesen wären. Gar nicht sein, weil Bilderberg ist eine transatlantische Geschichte, nur zwischen Europa und Amerika. Da kommen nicht von Südamerika oder von irgendwo anders her Leute als Vertreter. Was mir sehr suspekt war, ist, dass kurz danach eine Großoffensive von ISIS gewesen ist. Da stellt sich doch natürlich die Frage. Wir wissen ja, dass ISIS eine volle Erfindung, das ist praktisch ein Rebranding von Al-Qaida. Ja, ich meine, Al-Qaida hat ausgedient als Brand, wenn du verstehst, was ich meine. Und jetzt muss ISIS erfunden werden. Und das ist eine volle Erfindung von seitens der Amerikaner. Und damit sie trotzdem den Syrien bombardieren können. Na, dabei helfen sie ja die ISIS. Denn die haben doch nicht mit dieser Geschichte, wo Putin und Lavrov gemacht haben, dass sie den Krieg verhindert haben, dass die damit aufgegeben haben, Syrien anzugreifen. Sie haben nur überlegt, naja, dann erfinden wir halt einen Feind und dann sagen wir, den tun wir bombardieren. Ja? Und so ist das Ganze jetzt gekommen. Ja. Was vor kurzem aufgedeckt worden ist von Judicial Watch, die haben das eingeklagt, Dokumente aus 2012, zumindest ja. Momentaufnahme 2012, dass die US-Geheimdienste damals es eher positiv eingeschätzt haben, wenn sich da so ein kleines ISIS-Kalifat gründet, weil man damit den Druck auf die Regierung Assad erhöhen könnte. Natürlich. Findet man unter anderem bei Luftpost Kaiserslautern auch in deutscher Sprache erläutert. Das ist bekannt, ja. Das habe ich auch geschrieben. Ja, ich habe das auch berichtet, dass die Judicial Watch diese Dokumente sich erstritten hat und daraus geht ganz klar hervor, dass die ISIS eine amerikanische Erfindung ist, um einen Feind zu haben. Ne? Nach außen hin muss man einen Feind haben, damit man die Bombardierung Syriens begründen kann. Dabei ist das ihr Werkzeug, ja. Genauso wie ja vorher Al-Qaida ihr Werkzeug war und der Osama Bin Laden ihr Agent war und so weiter. Das sind doch alles Täuschungsmanöver, die da ablaufen. Ja? Was deswegen, ich finde das lächerlich,
Ich finde es lächerlich, wenn der G7-Gipfel mit über 20.000 Polizisten geschützt wird und ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge und alles und wird behauptet, ja, wegen Terrorgefahr. Das ist doch lächerlich. Die Terroristen gehören doch zu Ihnen. Das sind ja Ihre Terroristen. Mhm. Es gibt ja gar keine echten Terroristen, wenn man so will. Das sind ja alle Angestellte von denen. Ja. Also, wenn man sich so die Geschichte anschaut und was viele Jahre später rausgekommen ist, würde ich zumindest zustimmen, dass viele Terroristen auf der Welt irgendwie mal Unterstützung von dem einen oder anderen Geheimdienst hatten. Und wie weit sie Unterstützung von Konzernen hatten, ist, glaube ich, bisher noch nicht so viel rausgekommen. Ja, das kommt ja aufs Gleiche raus. Ich meine, jetzt zum Beispiel in der Türkei läuft jetzt der große Skandal, nicht, weil irgendeine Zeitung, da hat er mal einen Zöllner und ein Staatsanwalt seine Arbeit gemacht und hat dann beim Grenzübertritt von Türkei in Syrien einen Lastwagen aufgemacht und hat lauter Waffen drin gefunden und Granaten. Ja, und dann stellt sich heraus, das Ganze ist vom türkischen Geheimdienst, ja, der also die ISIS mit Waffen beliefert. Jetzt ist dort in der Türkei ein Riesenskandal und der Erdogan regt sich fürchterlich auf. Und was hat er gemacht? Er hat diese Beamten, die das entdeckt haben, die hat er rausgeschmissen. Ja? Und die Medien, die den Film gezeigt haben über diese ganzen Waffen, die bedroht er jetzt. Ja? Ich meine, das ist doch klar, dass diese ganzen Terrororganisationen, die werden von Israel beliefert, von der Türkei beliefert, von Amerika beliefert, von Saudi-Arabien beliefert und so weiter. Sonst könnten die doch gar nicht agieren. Die Waffen fallen doch nicht vom Himmel runter, sondern die werden von den Nachbarländern geliefert. Irgendwo müssen das Geld herhaben. Die drucken das sich auch. Ja selber. Die ich machen meine, ja der Totenhöfer war doch gerade dort und hat gesagt, die ISIS, die lacht sich kaputt, oder? Weil diese Lieferungen an Waffen, an die sogenannte gemäßigte Opposition, oder? Ich meine, an die Kurden und an die anderen, an die freie syrische Armee, die verkaufen die sofort weiter an die ISIS. Das hat der Totenhöfer gesagt. Ja, er hat gesagt, die Waffen landen immer bei der ISIS. Deswegen haben die ja mittlerweile das halb Syrien übernommen. Ja, ich meine, das geht doch gar nicht, dass die solche Geländegewinne machen, wenn das nicht gewollt ist. Was mir auch ziemlich suspekt ist bei Bilderberg 2014, ist, dass da Herr Ahmet Özümcü da war, der Chef von der OPCW. Die OPCW ist doch eigentlich dafür da, Beschlüsse, die gefasst worden sind, zur Abrüstung von Chemiewaffen, zur Zerstörung von Chemiewaffen auch durchzusetzen und das zu organisieren, damit die Welt da insoweit wenigstens mal ein bisschen sicherer ist. Und dann war es doch entscheidend, um den Weltkrieg 2013 zu verhindern und die Lage zu stabilisieren, dass diese Organisation glaubwürdig kontrolliert, dass die Syrer ihre Chemiewaffen abrüsten. Und dann geht Herr Özümcü, fällt ihm nichts Besseres ein, als zu Bilderberg zu gehen, die nun wirklich nicht besonders neutral sind dabei. Und, das ist doch alles ein Schauspiel und ein Theater. Ja. Das sind doch alles Schauspieler. Die tun nach außen hin so, als wenn sie da um Abrüstung ginge und dabei sind sie genau das Gegenteil. Man kann ja praktisch alles, was uns erzählt wird, immer auf den Kopf stellen und das Gegenteil annehmen. Ich meine, jeder, wo seit längerer Zeit die Weltpolitik beobachtet und was die Leute alles sagen und was die Medien berichten, kann man immer umkehren. Ja. Wenn ich mir anschaue, 2014 war ja der NATO-Generalsekretär, der damalige da, Anders Fogh Rasmussen, und der damalige wie heutige Sakür, der NATO-Oberbefehlshaber, der Philipp Rietloff. Und beide haben jetzt, was Russland angeht, nicht unbedingt, und Ukraine angeht, nicht unbedingt waren sie so gemäßigt, sondern haben laut einem Taz-Artikel, ich glaube vom 29.08.14, die Forderung der baltischen Staaten und Polens unterstützt, mehr NATO-Truppen so in ihren Ländern zu haben. Und das für mich danach aussieht, dass Bilderberg mit Tagesordnungspunkt Ukraine 2014 eher die Richtung gehabt hat, nicht unbedingt besänftigend zu wirken, obwohl Herr Kissinger bei der Ukraine schon auf die Bremse getreten hat und er war bei der Bilderberg-Konferenz 2014 und Herr Faymann, der österreichische Bundeskanzler, der auch auf Bilderberg Gast war, hat auch eher gebremst.
Ja, gebremst. Aber dann nur nach außen hin. Innen geben sie Gas. Ja, es ist doch immer so. Ich meine, ich finde es immer lustig, wenn dann diese ganzen Staatsführer nicht mehr im Amt sind und dann sozusagen frei sind und sagen können, was sie wirklich denken, wie sie dann mit der Wahrheit rausrücken. Ich meine, wir sehen doch, was der Ex-Bundeskanzler Schröder gesagt hat. Ich meine, wo es um die sogenannte völkerrechtswidrige Annexion der Krim ging, oder? Ich meine, diese riesige Hysterie, die da ablief, hat er doch in einem Zeitinterview gesagt, ja, was wollt ihr denn? Ich habe ja selber einen völkerrechtswidrigen Krieg mit der Bundeswehr befohlen gegen Serbien. Das hat er ja zugegeben. Und dann hat der Zeitjournalist noch gesagt, ja, aber das dürfen Sie ja nicht sagen. Ja, bitte, 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 sagen Sie doch sowas nicht. Ja, aber er hat es zugegeben. Ja, jetzt, wo er nicht mehr im Amt ist, kann er das sagen. Und so läuft es ja immer. Dann kommen sie mit der Wahrheit raus. Ja. Ja. Ich finde es ganz entscheidend, dass wir unabhängige Medien haben. Und aber auch da ist die EU, hat die Bilderberg schon auch einen Einfluss, dass sie sich für Internetzensur einsetzen. Natürlich. Im Juni diesen Jahres wird möglicherweise über die sogenannte EU-Datenschutzverordnung entschieden. Die aktuelle Fassung ist gar nicht mehr an der offiziellen Stelle zu finden. Also wie der aktuelle Verhandlungstext ist, anfangs war es das. Und wir haben uns da reingekniet, haben uns angeschaut, worum geht es da. Und da kann man, muss man anmelden, wenn man im Internet etwas veröffentlichen will oder wenn man zu sensiblen Dingen mit irgendwie mit elektronischen Hilfsmitteln, und sei es ein Drucker, oder etwas veröffentlichen will, über konkrete Personen. Und also Datenverarbeitung und Pressearbeit ist da beides mit drin. Und ausgenommen wird nur, werden nur die Ausnahmen, die die Staaten machen. Und wenn man sich nicht dran hält, wenn man also ohne Genehmigung der Datenschutz alias Zensurbehörde was veröffentlicht oder wenn man zu sensiblen Themen was veröffentlicht, wo die das nicht haben wollen, dann kann man dann Bußgeld für jeden Fall bis zu 1 Million zahlen. Auch Politiker, die also Parteien auf ihrer Webseite was Kritisches sagen, denen kann es genauso gehen. Die kann man alle im Nu pleite machen. Und auch darüber... Ja, ich habe sie am eigenen Leib erlebt. Ich habe sie am eigenen... Wo ich über Bilderberg berichtet habe, damals in St. Moritz 2011, da hat man mir meine Facebook-Seite von einem Tag auf den anderen gelöscht. Einfach so, peng, weg war sie. Und danach hat man mir meine E-Mail-Konten alle gelöscht. Ich konnte nirgendwo mehr Mails empfangen. Was musste ich machen? Ich musste genau das Gleiche machen wie der Snowden. Ich musste nach Russland. Ist es nicht tragisch, dass man nur noch Freiheit in Russland erlebt? Naja. Hier erlebt man sie nicht mehr. Russland hier ist wird nicht man zensiert, hier wird man fertig gemacht. Hier wird man als Verbrecher hingestellt. Ja. Die Verbindung zu Bilderberg ist, dass sie 2011 als Tagesordnungspunkt hatten, dass durch eben das Internet die Macht sich so zerrinnen kann. Und Nelly Kroes, die Internetkommissarin, war da und sie hat mit Karl Theodor zu Guttenberg zusammen Anfang 2012, dann im Januar 2012 die damalige Entwurfsfassung, wie es dann ins Europaparlament gegangen ist, von der Datenschutzverordnung, hat sie da vorgestellt. Und Karl Theodor zu Guttenberg war damals beim europäischen Ableger vom CFR und war zumindest mal deutscher Verteidigungsminister gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wann er zurückgetreten ist. Und dann Anfang September 2013 hat man wieder versucht, diese EU-Zensurverordnung im Namen des Datenschutzes durchzukriegen. Und da wurde es beworben im Magazin vom deutschen Ableger des CFR, des DGAP, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, in der September-Ausgabe. Und da hat die EU-Kommissarin Viviane Reding, es war jetzt zuständig geworden, die Justizkommissarin, nicht mehr die Internetkommissarin, hat das beworben, die Zensurverordnung im Namen des Datenschutzes, anlässlich von Herrn Snowden. Aber sie hat im Interview dort gesagt, auch klar gemacht, es geht ja gar nicht bei der Datenschutzverordnung, der angeblichen, darum, die Macht der Geheimdienste zu beschränken. Man hat einfach nur einen neuen Aufhänger gesucht, um das Ding durchzukriegen.
Ja, wir müssen ja nur schauen, was nach Charlie Hebdo in Frankreich passiert ist. Da hat man ein Riesentheater gemacht wegen der Schutz der freien Meinungsäußerung wurde hier durch Terror gefährdet und jetzt müssen wir für die freie Meinungsäußerung alle auf die Straße gehen und dann sind 1,5 Millionen in Paris da auf die Straße gegangen und die ganzen Staatsoberhäupter sind nach Paris gereist, haben da diese Riesenshow in der abgesperrten Straße da veranstaltet, oder? Ein Fototermin. Und was ist aber draus geworden? Jetzt ist die Zensur in Frankreich so krass, dass man überhaupt nichts mehr sagen darf. Ja? Darf überhaupt nichts mehr sagen. Und alle sind für die Meinungsfreiheit auf die Straße gegangen, um die zu schützen vor irgendwelchen Verrückten, die den Namen des Islam missbrauchen. Genau, und das beweist wieder, wie alles umgekehrt wird. Ne? Man sagt, man geht für die freie Meinungsäußerung und sofort wird sie eingeschränkt. Ja? Ich meine, jeder, der nur Pieps gesagt hat, der landet doch in Frankreich im Gefängnis. Ja? Das ist unglaublich. Und so geht es überall. Ja? Bei dieser EU-Zensurverordnung kann es passieren, selbst wenn einer sagt, ja bitte berichte über mich, wenn der zum Beispiel Jean-Claude Juncker sagt, der ja wirklich etwas angeheitert wirkte, was du ja darauf hingewiesen hast und da Späße mit den Regierungschefs gemacht hat, ihnen so einen leichten Klaps gegeben hat und so. Selbst wenn er sagt, ja, alle Medien berichtet darüber, ich finde das selber lustig, was ich da gemacht habe. Dann, wenn die Zensurbehörde kommt und sagt, das geht aber nicht, wer hat alles drüber berichtet, sofort abschalten, sonst 1 Million Bußgeld, weil das sensibel ist. So können ja, die vorgehen. Ja. Natürlich. Und wenn das Ding durchkommt, da kann man froh sein, wenn man in der Schweiz lebt oder in Island und nicht in der EU. Ja, in der Schweiz gilt ja das Gleiche. Es gibt im Westen keinen Raum mehr für eine freie Meinungsäußerung. Die gibt es nicht mehr. Da muss man ganz woanders hin. Da muss man außerhalb dieses westlichen Machtsystems gehen, wenn man das noch ausüben will. Ja, und so. Ich meine, das ist so. Und weil sie werden immer einen Grund finden, dich dazu zu machen. Ja, und da sind, und es wehrt sich aber niemand dagegen. Ich meine, jetzt die Öffentlichkeit wehrt sich ja nicht dagegen. Ja, das ist ja das Tragische. Wir haben alle Informationen. Wir tun schon seit Jahren warnen. Wie alles, was wir vorhergesagt haben, wird umgesetzt. Und noch mehr, als wir damals verkündet haben. Und es passiert nichts, ja. Die Leute tun nichts. Nichts machen sie. Ist völlig frustrierend. Ich sehe es im russischen und im iranischen Fernsehen, dass sie über bestimmte westliche Thinktanks, die ihren Ländern gegenüber immer wieder gegen sie intrigieren, dass sie die langsam auf dem Schirm haben und darüber berichten, Gott sei Dank, und auch über Bilderberg. Aber die Chance zu nutzen, dann im eigenen Land, wie soll ich sagen, mehr Freiheit zuzulassen, damit sie attraktiver sind als der Westen, die scheint noch nicht so richtig genutzt zu werden. Das finde ich schade. Wieso? Wo ich im Iran war, habe ich mit mehreren Zeitungsredaktionen habe ich mich getroffen in Teheran und sie haben zu mir gesagt, ich habe sie gefragt über das. Und dann haben sie gesagt, wir können im Prinzip über alles schreiben. Ja? Das haben sie mir bestätigt. Ja? Es gibt natürlich gewisse religiöse Sachen, wo sie aufpassen müssen, aber sonst können sie über alles schreiben. Ja? Das heißt, es ist nur die Religion, also wo man im Iran aufpassen muss. Ansonsten herrscht doch größere Pressefreiheit, als das hier mal dargestellt wird. Natürlich. Und in Russland sowieso. Ja. Ich meine, das ist doch alles Propaganda, wo vom westlichen Propaganda, wo Schlechtes erzählt wird. Ja. Das ist doch, ich gehe ja in diese Länder. Ich gehe ja genau in die Länder, in denen man nicht gehen soll. Ja. Um mir dann ein eigenes Bild zu machen und um zu prüfen, ob das, was über die erzählt wird, auch wirklich stimmt. Und ich komme immer wieder zum Resultat, dass das alles erstunken und erlogen ist und dass das ein riesen Feindbild ist, das man da aufbaut. Ja? Mhm. Nicht? Ja,
Vielleicht haben wir ja jetzt mit dieser Sendung einige Leute neugierig gemacht, auch selber weiter zu Bilderberg zu recherchieren. Selbst, ja, viele Leute werden, vielleicht kommen auch einige Leute mehr und schauen sich vor Ort an. Ja, ich kann speziell sagen, ich würde speziell die Einheimischen von Tirol würde ich auffordern, das, was bei ihnen vor der Haustür passiert, nicht einfach zu schlucken und so, sondern auch kritisch zu betrachten. Denn, ich meine, es ist ja wirklich der Hammer, dass eine private Veranstaltung, so wie sie ja von den Bilderbergern immer erklärt wird, und dass sie deswegen uns ja einen Scheißdreck angeht, oder? Dass die aber vom Staat her beschützt und bezahlt wird, also vom Steuerzahler. Ja, da werden 2100 österreichische Polizisten und ich weiß nicht, Militär und alles aufgeboten, um diese 120 Leute zu schützen, die eine Privatveranstaltung machen. Und nicht nur das, es werden Straßen gesperrt und ganze Gebiete zugemacht und Flugverbot beschlossen und Ausweis. Bei jedem Bahnhof muss man jetzt, wenn man aus dem Zug steigt, wird man sofort empfangen von der Polizei und durchsucht. Und was haben sie überhaupt zu suchen, so ungefähr? Und Straßensperren gibt es überall. Ich meine, das ist doch hier Ausnahmezustand wegen einer Privatveranstaltung. Das ist ja unerhört. Und wo ist der Protest? Ja, ich sehe keinen. Am letzten Samstag in Innsbruck sollte ein Protest gegen G7 und Bilderberg sein. Da waren 30 Leute. Da waren 100 Polizisten und 30 Demonstranten. Das ist doch lächerlich. Das geht doch nicht. Dann darf man sich nicht wundern, wenn überhaupt kein Widerstand ist und keiner sich den Mund aufmacht, dass die dann immer weitermachen. Immer weiter, weiter, weitermachen. Mit dieser ganzen, mit ihrem Programm. Ja? Vielleicht, es gibt ja auch diesen Satz von Juncker, man wagt sich so ein Stückchen vor und dann... Ja, genau, er hat es ja beschrieben. Ich meine, der Vorteil von seinem Alkoholismus ist natürlich, dass er ab und zu die Wahrheit rauslässt. Und das war ja eine dieser Wahrheiten. Wir tun etwas in den Raum und dann, wenn niemand sich wehrt, dann gehen wir einen Schritt weiter. Ja, so machen sie es. Ich denke, was jeder tun kann, auch wenn vielleicht manche Hörer ja nicht alle ein großes Reisebudget haben und nicht alle die Zeit haben, viel zu reisen, zu schauen, was ist auf den Bilderberg-Konferenzen auf der Tagesordnung? Was machen die Leute vom Bilderberg, die Einladenden und die Gäste zu diesem Thema? Und wenn aus ihrem Verhalten, nachdem sie bei diesen Konferenzen gewesen sind, kann man eine ganze Menge auch an Rückschlüssen ziehen, in welche Richtung man da, das da besprochen worden sein mag. Und dazu gezielt öffentlich Fragen stellen. Was wurde natürlich da besprochen zu dem Thema? Natürlich. Was hat das mit dem Verhalten von Politiker, von Medienmogul, von Konzernchef so und so danach zu tun? Wie hängt das zusammen? Ganz gezielt öffentlich und laut diese Fragen zu stellen. Das kann jeder machen. Genau. Welche Interessen vertreten Sie? Ja, und es ist ja so, eins kann ich euch sagen, nach meiner Erfahrung reagiert der Staat, die Behörden, aber auch Konzerne sehr empfindlich auf die Volksmeinung. Es ist unglaublich, wie eine Volksmeinung bei denen registriert wird, weil sie tun ja dauernd Fiebermessen. Sie messen ja dauernd. Ich meine, die Merkel, die tut jeden Tag das Fieber der Deutschen messen und tut ihre Handlungen danach abstimmen. Das bedeutet, wenn sie merkt, ja, da passiert ja gar nichts, die reagieren ja gar nicht. Ja. Oder? Das sind immer diese Testläufe, die typischer Fall Zypern, oder? Da geht man her und tut die Leute das ganze Guthaben enteignen und das war ein Test. Ne? Zypern war ein Test für das Bail-In und dann hat man geguckt, ja, gibt es jetzt einen Volksaufstand? Werden jetzt die Banken alle gestürmt oder verhält sich das Publikum ruhig? Ja, und was war? Sie waren alle ruhig. Man hat ihnen wohl das ganze Geld gestohlen, aber das passiert nichts. Und dann merken die, oh gut, dann können wir das jetzt überall durchführen. Ja, und das machen sie jetzt. Das machen sie jetzt. Und so läuft es immer, bei allem. Was ich eigentlich mit dem Umgang mit den Schulden
am schlimmsten finde, ist ja eigentlich noch schlimmer, als die ganzen Staaten auszuverkaufen, was aber dazu führen wird, denke ich, dass die Staaten dann die Macht gar nicht mehr zurückholen können, es sei denn, sie schaffen die Institutionen alle neu. Ich meine, ich habe ja vorher erzählt, vorher haben die Medien behauptet, Bilderberg gibt es gar nicht, das wäre so eine Fantasiegeschichte von uns, aber jetzt sagen sie, ja, die gibt es, die treffen sich, aber das wäre harmlos. Wenn das Ganze so harmlos ist, warum machen die so einen Sicherheitsaufwand? Ja. Ich meine, das zeigt ja alleine, welche Macht sie haben, dass man sie mit tausenden Polizisten beschützen kann oder muss und dann auch noch praktisch halb Tirol zum Ausnahmegebiet erklärt. Ja, das zeigt doch, welche Macht sie haben. Was brauche ich denn sonst noch Beweise? Was ich ziemlich heftig finde, ist auch Bilderberg und Verhältnis zum IWF und starker Bankeneinfluss bei Bilderberg. In den 80er Jahren gab es eine Bilderberg-Konferenz, Alfred Herrhausen, Vorstandschef der Deutschen Bank, war damals auch im Leitungsgremium bei Bilderberg und man hat damals darüber nachgedacht, welche neue Rolle der IWF bekommen sollte, neue Aufgaben für den IWF. Und das war noch vor dem Washington-Konsens, den sogenannten. Also da stellt sich die Frage, welche Rolle hat Bilderberg dabei gespielt? Leider konnte man Alfred Herrhausen heutzutage nicht mehr befragen dazu. Könnte da sicherlich einiges dazu sagen, welchen Einfluss sie gehabt haben. Und dass Bilderberg Einfluss auf den IWF hat, sieht man ja auch daran, dass Christine Lagarde kurz bevor sie zur geschäftsführenden Direktorin gewählt worden ist vom IWF 2011 bei Bilderberg vorgesprochen hat. Und Bilderberg hätte seinen Einfluss meines Erachtens auf den IWF längst geltend machen können und das zu einer menschlichen Institution machen, die bei ihren Sparauflagen die Menschenrechte einhalten, wenn sie gewollt hätten. Ja, welchen Einfluss haben sie? Die haben einen riesen Einfluss und ich sage ja, sie sind Königsmacher und ich habe ja aufgelistet, ich habe ja gesagt, wer alles teilgenommen hat und dann anschließend in hohen Positionen gelandet ist. Ja, das war beim Bill Clinton so, der damals in Deutschland bei Bilderberg dabei war, völlig unbekannt als irgend so ein kleiner Gouverneur von so irgendeinem kleinen Bundesstaat, Arkansas. Und 2 Jahre später war er Präsident. Ja, und das Gleiche trifft auf den britischen Premierminister Blair zu. Ja, und auf die Merkel genauso und so weiter und so weiter. Man kann sie alle nennen. Die gehen zu Bilderberg und plötzlich sind sie dann irgendwo in hohen Positionen. Ja, das heißt also, das ist doch dummes Zeug, wenn man erzählt, die haben nichts zu entscheiden. Die werden irgendwie, die kommen nur zum Kaffeekränzchen zusammen. Da werden und ganz wichtige Entscheidungen getroffen. Die deutsche Kanzlerin hatte dann als Chefberater für den Umgang mit der Finanzkrise Herrn Ackermann, der damals 3 Spitzenämter hatte. Beim International Institute of Finance, der Internationalen Großbankenverband, bei der Deutschen Bank war er der Chef und er war im Steuerungskomitee von Bilderberg. Ja, und dann sagt man, die hätten nichts zu sagen, die hätten keine Macht. Das ist doch lächerlich. Das ist ein wichtiges Indiz dafür, dass Bilderberg nicht nur einmal einen Anstoß gegeben hat gegenüber der deutschen Bundeskanzlerin, welche Wünsche Bilderberg hat. Und zumindest laut Taz seit Juli 2011 war er immer noch der führende Berater der Kanzlerin. Heute vermute ich eher nicht mehr. Er ist ja auch nicht mehr, hat ja auch die anderen Ämter, die ich genannt habe, nicht mehr. Ja, den haben sie halt abgesägt, oder? Den haben sie abgesägt und jetzt ist er in Rente. Ja. Nee, er ist jetzt bei einer Versicherung, der Chef. Ja, da haben sie ihn ja auch rausgeschmissen. Nicht mehr. Oh. Ja. Ah, okay, war ja mal, ja. Weil da hat ja einer sich selbst ermordet, oder? Der Finanzchef hat sich ja dann selbst ermordet und dann musste er gehen. Ich meine, wie gesagt, der Herman von Rompuy hat 2009 teilgenommen und danach wurde er Präsident des Europäischen Rates, oder? Obama hat 2008 teilgenommen, wurde US-Präsident. Bill Clinton hat 91 teilgenommen, wurde US-Präsident. Jean-Claude Trichet hat 2003 teilgenommen, dann wurde er Präsident der Europäischen Zentralbank. Der Barroso hat 2003 teilgenommen, wurde und ist in die Europäische Kommission, ne, wurde Chef.
und so weiter. Margaret Thatcher hat 77 teilgenommen, wurde Premierministerin. Helmut Kohl hat 82 teilgenommen, wurde Bundeskanzler. Und so weiter und so weiter. Ja. Deswegen, man muss beobachten, wer da teilnimmt. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir, weswegen wir dort sind, dass wir die Leute, die versuchen, inkognito zu bleiben, dass wir ihre Gesichter fotografieren und aufzeigen, ah, die sind dort. Ja, weil dann können wir wissen, was, dann können wir beobachten, was wird denn aus denen. Ja. Hm. Okay. Ja, wir haben jetzt fast 2 Stunden eine spannende Diskussion geführt, die, ich denke, einen breiten Überblick gegeben hat, auf welchen Gebieten die Macht von Bilderberg sich erstreckt. Wenn man jetzt ja, aktuell informiert bleiben möchte. Ich bin ja Montag dort. Ich werde ja Montag anreisen und werde dann schon ab Montag vor Ort berichten, was dort jetzt alles passiert, bevor es dann am Mittwoch und am Donnerstag die Anreisen dann stattfinden. Ne? Hm. Und du bist ja okay. Auch dort. Ja, ja, wir werden auch nächste Woche anreisen, auch noch vor den Bilderbergern und auch auf unser Politikblog wird dann, denke ich, einiges zu finden sein dazu. Genau, und deswegen, ich würde mich freuen, so viel wie möglich an aufgewachten Leuten dort zu sehen und dass wir auch uns treffen, dass wir auch uns gegenseitig helfen, dass wir sehen, wer kommt da alles, dass die Leute, die kommen, auch mit Kameras ausgestattet sind, ne? Und dass wir dann beobachten können, wer da alles kommt und so weiter. Nicht? Okay, und bei dir kann man sich aber alles Schall und Rauch informieren? Selbstverständlich. Ich meine, ich habe jetzt schon 3 oder 4 Artikel im Vorfeld geschrieben, damit die Leute wissen, ich meine, was die Medien über Bilderberg erzählen, speziell jetzt die Tiroler und österreichischen Medien, weil die erzählen ja jetzt, dass es stattfindet. Das ist ja sowas von verharmlosend. Das ist ja nicht zu fassen. Da könnte man meinen, die sind die Presseabteilung von den Bilderbergern, ja? Also von Kritik und in Frage stellen, kein Wort. Ja? Da könnte man sich ja mal anschauen zum. Auch die Geschichte von diesem Verein bringen die nicht. Die können nicht recherchieren, sie können nichts nachforschen. Sie tun einfach nur die offizielle Linie bringen. Ja. Dann bin ich ja mal sehr gespannt, welche österreichischen Medienvertreter da sein werden. In den letzten Jahren war ja, ich glaube, mehr als einmal der Chef von Standard da. Und diesmal werden wahrscheinlich einige mehr eingeladen sein, so von dem Gastland meistens. Ja, genau. Das ist ja alles, was wir jetzt spannend erwarten. Wer wird da alles teilnehmen? Aus welchen Ländern? Nicht? Das ist, wie gesagt, ja unsere Hauptaufgabe, zu gucken, wer nimmt da alles teil? Aha, der. Ich meine, für mich war ja der Hammer, nur jetzt zum Schluss noch, dass ja der Breedlove in Kopenhagen letztes Jahr da war, der Supreme Commander aller amerikanischen Streitkräfte in Europa. Mein, hallo? 4-Sterne-General nimmt dort teil. Dann der Chef vom britischen Geheimdienst, vom amerikanischen Geheimdienst, von der NSA, die sind ja alle dort. Und dann wird behauptet, das wäre unwichtig. Die würden nichts machen. Die würden übers Wetter reden und Familienfotos zeigen und die Aussicht von Tirol genießen. Also so ein Quatsch, ja, oder? Die beschließen da keine Gesetze und keine völkerrechtlichen Verträge, aber es gibt sicherlich einige Vorabsprachen. Es geht um die Strategie, um die große Linie, ja, die dort entschieden wird. Ja, ja. Ich meine, der vorhergehende Vorsitzende Bilderberger, den hast du ja vorher genannt, der Belgier da, wie heißt der? Etienne Davignon, ist denn jetzt nicht Außenminister von Belgien? Der hat doch groß hinaus posaunt vor ein paar Jahren, 1954 haben wir Bilderberger die EU beschlossen und den Euro. Und dann hat es aber von 54 bis wann 94 oder 93 gedauert,
bis dieser Beschluss immer schön schrittweise umgesetzt wurde. Es dauert, ja. Denn es muss ja der ganze Mechanismus und die Gesetze und die Propaganda, das muss ja alles angeleiert werden, und damit es dann, was sie wollen, umgesetzt wird. Ja. Ja. Okay. Herzlichen Dank für das Interview. Und ja, dann schauen Sie mal nächste Woche auf unsere Webseiten. Wir werden Sie damit Neuigkeiten versorgen. Ja, ich wollte noch zum Abschluss sagen, wann wird denn die Aufzeichnung veröffentlicht, ungefähr? Sobald wie möglich. Weil es wäre sicher sinnvoll, dass wir das wegen aus einem aktuellen Ereignis so bald wie möglich online stellen. Ja, mit Sicherheit vor Beginn der Konferenz. Das auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Super, danke. Also, es hat mich sehr gefreut. Okay. Danke fürs Zuhören, danke für die Fragen. Und hoffentlich sehen wir uns dann in Telfs nächste Woche. Okay, bis nächste Woche. Und jetzt bitte ich um etwas Musik.